Im Westen wird auch weitaus mehr vererbt. Durch die Wirtschaftswunderjahre besitzen 50% der Menschen im Westen Immobilien, im Osten nur 37%. Und viele im Osten hätten gerne eine Immobilie. 15% sagen, ich hätte gerne ein Haus. 30% sagen, ich hätte gerne eine Wohnung. Und fast die Hälfte sagt inzwischen, och, eine Mauer wird mir auch schon reichen. Nun will ja die SPD die Vermögen der Reichen stärker besteuern. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat einen Entwurf für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer vorgelegt. Ja, er will es den Reichen nehmen und den Armen geben. Falls Sie zufällig Multimillionär sind und Ihnen gerade vor Schreck der Mont Blanc-Füller in den Kaviar gefallen ist, Sie können ganz beruhigt sein. Es ist ja nur die SPD, die das fordert. Ja. In der Großen Koalition ist die Vermögenssteuer nicht umsetzbar. Es ist ein Signal für die bevorstehenden Landtagswahlen, mehr nicht. Es ist Wahlkampfgetöse. Trotzdem ist es natürlich richtig, mal an die ungleiche Verteilung der Vermögen in Deutschland ranzugehen. Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt ein Drittel. Ja, man kann es auch noch krasser formulieren. Die 45 reichsten Familien in Deutschland besitzen die Hälfte des gesamten Vermögens. Dass da irgendwas nicht stimmt, ist doch ziemlich offensichtlich. Und es ist eine politisch gewollte Entwicklung, wenn man so will. Sie hat sich in den letzten 20 Jahren verschärft, aus bestimmten Gründen. Zum Beispiel der Spitzensteuersatz ist gesunken, betrug im Jahr 1989 noch 56%, wurde dann kontinuierlich gesenkt auf heute 42%. Dahinter steckt die Vorstellung, dass es allen was bringt, wenn die Reichen mehr Geld zur Verfügung haben. Und es hat ja auch was gebracht. Viele Geringverdiener haben heute 3 Jobs, vor 30 Jahren war es nur einer. Ja, dann wurde die Mehrwertsteuer im gleichen Zeitraum erhöht. Das betrifft arme Menschen prozentual viel stärker, weil sie den größten Teil ihres Geldes für Konsum ausgeben müssen. Also das sind jetzt nicht die bösen Reichen gewesen, das waren politische Entscheidungen, die auch die Reichen vor echte Probleme stellt, wenn sie zum Beispiel ihr Geld loswerden wollen. Wenn Sie 215 Millionen haben, dann sagen wir mal so, schmeißen das Geld zum Fenster raus und dann kommt es zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt, sie kaufen Autos, das Auto kriegt Mehrwert, sie kaufen Häuser, die Immobilien kriegen Mehrwert, sie gehen in Gold, das Gold wird Mehrwert, sie können es nicht durch Konsum zerstören, das Geld. Ja, das sind ja auch Schicksale, über die man als Normalverdiener überhaupt nicht nachdenkt. Kriegst du nicht los. Es wird immer mehr. Und wir finden es wichtig, in dieser Debatte auch mal die Superreichen zu Wort kommen zu lassen, und zwar ihren Vizeersatzpressesprecher Thorsten Sträter. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Der Verband der Superreichen lässt Sie lässig grüßen. Sie haben es vermutlich auch in Ihrer 58 Quadratmeter Butze mit optimistischem Wandtattoo im Wohnschlafbereich mitgekriegt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Obwohl, da ist schon gar keine Schere mehr, das ist eher so ein aufgeklapptes Taschenmesser. Ihre Seite hinten am Griff und vorne ist spitze. Haha, Spaß muss sein. Ernsthaft jetzt. Die Superreichen können ja jetzt kaum der Gerechtigkeit halber schlechte Geschäfte machen, nur damit sie sich besser fühlen. Und deswegen kommt die SPD jetzt daher und schlägt eine extra Vermögensteuer vor, oder was? Witzbolde. Unser Vermögen, das ist Geld, das haben wir verdient. Beziehungsweise nicht direkt verdient, aber wir haben's. Sie sollten jetzt wirklich mal anfangen, so ein Grundverständnis gegenüber unfassbar reichen Leuten aufzubauen. Meinen Sie, das wäre immer eitel Sonnenschein? Stichwort Erben. Wenn bei Ihnen einer was hinterlässt, dann liegen Sie doch meistens unterm Freibetrag für die Erbschaftssteuer. Seien Sie dankbar. Was denken Sie, was los wäre, wenn plötzlich bei der Testamentsöffnung rauskommt, der Onkel Günther erbt das Geschirr, das Mountainbike und, ach guck, 8000 Kakaoplantagen. Der kriegt doch die Motten. Was für Kakao wird der schreien? Ich sag Ihnen, wenn er das Erbe nicht panisch ausschlägt, fresse ich ein Fabergé-Ei. Man muss mit Reichtum auch klarkommen können. Echt, klatschen Sie nicht. Was nützt mir? Was nützt dir? Was nützt dir ein handgemachter Steinway-Flügel, wenn du den gar nicht spielen kannst? Willst du dann durch die Seiten hartgekochte Eier kloppen oder was? Ja, eben. Freuen sich doch über ihr übersichtliches Leben. So Türschilder aus Salzteich, das ist doch schön. Die würden wir in unseren Häusern gar nicht wiederfinden. Die Superreichen sind ganz normale Leute. Wenn wir ein schlechtes Jahr haben, dann kommt im Winter auch mal eine Stradivari weniger in den Kamin. Unser Lebensstandard. Was denn? Unser Lebensstandard ist doch im Kern derselbe. Fakt ist doch, es ist völlig egal, ob du Hartz IV kriegst oder mehrere Milliarden besitzt. Davon wird ein Schnitzel auch nicht billiger. Wir haben alle. Wir haben.
Wir haben... Wir haben alle die gleichen... Wir haben alle die gleichen Probleme, glauben Sie mir. Wissen Sie, hier meine wahre Geschichte. Ich kenne einen Mann, sehr erfolgreich. Schon mit 8 Milliarden Euro Erbe zur Welt gekommen. Die Familie seit Generationen dick im Stahl- und Immobilienbusiness. Weltweit. Der hat alles. Der hat keinen Stress. Der kann sich alles kaufen. Und wissen Sie was? Findet der super. Das war jetzt kein gutes Beispiel. Vergessen Sie es. Aber anders. Seien Sie. Anders. Seien Sie einfach zufrieden mit dem, was Sie haben. Oder hier zum Schluss, schönes Zitat fürs nächste Wandtattoo. Mahatma Gandhi, reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt. Viel Spaß dabei. Auf Wiedersehen. Danke, Thorsten Sträter. Wohlgemerkt, nur um nochmal die Relation klarzukriegen, es geht ja der SPD bei ihren Vermögenssteuerplänen um Vermögen in Höhe von 2 Millionen Euro und mehr. Und es geht um eine Besteuerung von 1%, in ganz besonderen Fällen 1,5%. Und schon bei diesem Vorschlag schreien viele Zeter und Mordio, wittern eine Neiddebatte und gründen spontan Selbsthilfeorganisationen. Ja, also... Da muss ich sagen, wenn die Reichen in Deutschland angesichts einer solchen Steuer von 1 bzw. 1,5% wirklich schon um ihre Existenz fürchten müssen, dann geht es ihnen vielleicht doch schlechter als gedacht. Dafür haben dann sicherlich auch die Normalverdiener vollstes Verständnis. Alle hacken immer auf denen rum. Dabei können die gar nichts dafür. Man muss doch auch mal Verständnis zeigen. Früher war ich ständig neidisch auf diese Superreichen. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich mit einer 60-Stunden-Woche 1.800 Euro verdiene, wie viel müssen die dann erst arbeiten? Ich gönne jetzt. Wer viel Geld erbt, hat es sicher auch verdient. Ist schon richtig, dass mein Gehalt so viel höher besteuert wird als eine Erbschaft. Schwester Busch, sofort auf die Intensivstation. Ein Notfall, aber zack, zack. Die haben ja auch ihre Probleme. Wohin mit dem ganzen Geld? Wie soll man das anlegen? Für so ein Millionenerbe gibt's ja kaum mehr Zinsen. Ich gönne jetzt. Es ist ja auch nicht einfach für die Superreichen. Oh, Frau Fischer, schneller, schneller. Deren Steuererklärung will ich echt nicht machen. So kompliziert. Hier sind noch 7 Leute in der Warteschleife. Und die hier müssen Sie auch noch alle zurückrufen. Ich gönne jetzt. Abartige Schlampe, da kratzt dein Auto. Du verkackte Lust. Ein Herz für Reiche. Gönn auch du.